Krafttraining ist richtig und wichtig beim jungen Patienten wie auch beim älteren Patienten. Junge Patienten sind in der Regel sehr ehrgeizig und das Schönheitsideal steht da ganz weit im Vordergrund. Wichtig ist aber zu wissen, dass wenn ich asymmetrisch trainiere und nur die Muskeln trainiere, die ich später groß sehen will, das zu Beschwerden im Bereich des Armes und der Schulter führen kann. Daher ist es wichtig, dass man sich über sein Trainingskonzept Gedanken macht und beispielsweise neben dem Bizeps dann auch den Trizeps trainiert, genauso wie an der Schulter, neben dem seitlichen Part des Deltamuskels auch den vorderen und den hinteren Part trainiert. Erst damit kann gewährleistet werden, dass sie Muskelaufbau machen, damit etwas für ihren Körper tun und dass sie beschwerdefrei bleiben, weil sie symmetrisch trainieren.